Hey Leute, herzlich willkommen und viel Spaß bei unserer Karlchen-Knackgeschichte. Carla bricht ins Gefängnis ein. Mal sehen, was passiert. Wie bitte? In Haft? Du willst mich wohl veralbern, Carlchen. Du kannst mich doch nicht allen Ernstes mit der Hochzeitsplanung alleine lassen. Was? Hat er da jetzt etwa wirklich aufgelegt? Na, warte, der kann was erleben. Die Hochzeit findet statt, ob er will oder nicht. Na, da wird's wohl mal wieder höchste Zeit, als Einbrecherin in Aktion zu treten. Genau dafür habe ich ein paar Vorbereitungen getroffen. Etwas, das ich schon nicht mehr gemacht habe, seit ich Karlchen kennengelernt habe. So, dem Götzen was auf den Kopf geben. Zugang gewährt. Und jetzt soll es aufgehen. Ich wusste, dieses Hauptquartier würde uns nochmal nützlich sein. So, dann werde ich mich als erstes mal ausrüsten. Mal sehen, was kann ich denn da alles nehmen? Vielleicht sollte ich mich doch besser vorher noch umziehen. Ich glaube, in diesen Klamotten bin ich zu auffällig. Ich glaube, da hinten hatte ich noch ein paar Sachen, die ich anziehen kann. So, jetzt bin ich perfekt getarnt. Zum Glück hatte Karlchen auch so einen Speckdeckel, den ich dafür perfekt nutzen kann. Gut, was nehmen wir denn hier? Den Revolver lassen wir mal lieber in der Tasche. Da wird mir nachher nur zu scharf geschossen. Aber der Eispickel könnte mir nützlich sein. Vielleicht muss ich ja an irgendwelchen Wänden hochkraxeln. Oh ja, das werde ich super benutzen können. Ab in die Tasche damit. Zack. Und zum Schluss brauche ich natürlich noch meinen Enterhaken. Ohne den geht gar nichts. So, jetzt kann's losgehen. Pass auf, Karlchen. Jetzt wird geheiratet. Oh Mann, ist das langweilig heute. So, da sind wir an der Pandido City Polizeistation. Mal schauen, auf was ich mich alles gefasst machen muss. Okay, da hätten wir schon mal den ersten Wachposten am Tor. Der sollte kein Problem sein. Ist das langweilig heute. Könnte ein bisschen knifflig werden. Oh, da sehen wir doch nach friedlichen Nacht aus. Sollte keine Probleme geben. Okay, die Leute auf der Brücke. Aber ich denke, ich sollte sie gut schaffen können. Und was sehe ich denn da? Eine Kamera? Und da drüben ist gleich die nächste. Und am Schluss natürlich noch Toni, der unser Karlchen bewachen wird. Aber auch dafür bin ich gewappnet. Los, Karlchen, du bist am Zug. Lass mal sehen. So hier. Haha, schlechter Zug. Jetzt habe ich gewonnen. Und Dame. Oh Mann, Toni, du schummelst doch. Kann ich vielleicht ein Schlückchen von einem Kaffee haben? Was, von meinem Kaffee? Nix da, den muss ich mir einteilen. Ich muss dich die ganze Nacht bewachen. Ich trinke erst nur einen Kaffee, wenn mir nachher welcher gebracht wird. Ich kann dich hier ja nicht verlassen. Nicht, dass du nachher wieder fliehst. Mann, Toni, ist jetzt hinter Gittern. Wie soll ich denn bitte schön fliehen? Aber gut, Onkel Dagobert, dann eben nicht. Okay. Zuerst mal werde ich mich um die Kameras kümmern. Um die Wache kümmere ich mich später. So, dann wollen wir doch mal. So, da oben sind die Kameras. Okay, und so wie die Kameras aussehen, muss ich da definitiv hochklettern. Oh Mann, dabei war ich doch letztens erst bei der Maniküre. Naja, sei es drum. Habe ich wenigstens einen guten Griff. Da bin ich. Super. Und jetzt kommt mein Spezial-Make-up zum Einsatz. Mal sehen, welcher Lidschatten dir am besten steht. So, das sollte reichen. Auf zum nächsten Problem. Und hopp! Oh Mann, es ist so langweilig hier. Mal schauen, ist in der Richtung vielleicht was Interessanteres? Nee, auch nix. Okay, also die Kameras hätten wir. Jetzt ist nur noch dieser Tollpatsch da dran. Okay, für den werde ich wohl etwas handgreiflicher werden müssen. Hilft nur der Schlummertrunk in meiner Tasche. Okay, das Taschentuch ist vorbereitet. Und jetzt brauche ich nur noch das hier. Das wird für die nötige Ablenkung sorgen. Hä? Nanu, was war das denn? Oh, ein Goldstück. Oh Mann, habe ich heute ein Glück. Perfekt, das ist meine Chance. Juhu, ein Penny, ein Penny. Freu dich dran. Hä? Was? Oh.
Erledigt. Jetzt muss ich ihn nur noch loswerden. Wie wär's hinter dem Busch hier? Oh. Ach, Gott, bist du schwer. Ah, super. Erledigt. Okay, der wäre erledigt. Dann kann ich mich jetzt um den Aufstieg kümmern. Aber dafür habe ich ja meinen Haken. Schauen wir doch mal. So, mal gucken, ob die Luft rein ist. Da auch alles. In Ordnung. So, noch kurz das Seil checken. Okay, scheint okay zu sein. Dann hoch mit mir. Okay, ich bin oben. So, ich bin fast drin. Über den Hof geht gar nicht. Mal gucken. Ja, über die Kommandozentrale reinzukommen. Das wäre doch genial. Was, morgen Abend, Liebling? Ja, klar, sicher. Ich hab Zeit. Ja, ja. Frühdienst, ja, ja. So, zum Glück habe ich mir für diesen Fall noch was Schönes eingepackt. Dann mal los. Ja, super. Das war ein Volltreffer. So, und jetzt kann ich einfach drüber balancieren. Langsam, ganz. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Hui. So, ich bin da. Und jetzt ist mein schauspielerisches Talent gefragt. Und ich habe da auch schon eine Idee. Hilfe, 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 Hilfe! Helf mir doch einer! Bitte rette mich, irgendein mutiger, starker Mann! Ich sag doch, ich hab da Zeit. Was? Warte mal kurz. Ach, hey, gute Frau, was machen Sie denn da? Sekunde, ich helfe Ihnen. Schnell, schnell, nehmen Sie meine Hand. Greifen Sie zu, junge Frau, schnell. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem, kein Problem. Ohne Sie wäre ich wahrscheinlich abgestürzt. Und deswegen brauche ich Sie nicht mehr. Hey, was machen Sie da? Stopp, stopp, stopp. Na, für freie Bahn für mich sorgen. Und tschüssi. Oh. Sorry, Schätzchen. Und jetzt rein mit mir. Puh, okay. Das war der Nächste. Jetzt noch die auf der Brücke. Nichts Ungewöhnliches hier. Habt ihr das auch gehört? Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Das klang wie Officer Hagrid. Lass uns lieber mal nachsehen. Momentan hat er Schicht in der Kommandozentrale. So, ich sollte mich beeilen, bevor... Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Was haben Sie mit Officer Hagrid gemacht? Wenn Sie nicht antworten, werden Sie verhaftet. Das werden Sie so oder so. Ergeben Sie sich. Oh je, gleich so viele von denen. Ihr wollt mich verhaften? Na, das würde euch wohl so passen. Yeeha! Sie können nicht entkommen. Na, ich hab's euch ja wohl gesagt. Super, das ging ja schneller, als ich dachte. Jetzt muss ich nur noch Toni ausschalten. Aber da er mich kennt, werde ich mich wohl mal bei einer von euch bedienen. Ich hoffe, wir haben die gleiche Kleidergröße. Okay, dann wollen wir uns doch mal tarnen. Perfekt. So wird mich niemand verdächtigen. Zum Glück kenne ich Tonis größte Schwäche, und zwar Kaffee. Er ist so ein Dauerkonsument, dass es so leicht ist, ihm sowas unterzuschmuggeln. Zum Glück habe ich noch was von meinem Wunderschlafmittelchen. Sollte reichen. Perfekt, den werde ich ihm gleich mal abliefern. Es ist so langweilig, Karlchen zu bewachen. Ich gewinne immer im Mühle spielen. Poch, poch, Toni. Alles in Ordnung bei dir? Oh, Henriette. Ist es schon soweit? Du meinst wohl deinen Kaffee? Natürlich. Hier ist er. Lass ihn dir schmecken. Es ist die Kenia-Röstung. Oh, Kenia-Röstung. Grandios. Oh, die werde ich mir jetzt schmecken lassen. Oh, lecker. Aber ungewöhnlicher Nachgeschmack, ne? Ist da irgendwie Milch drin oder Zucker? Du weißt doch, ich trinke ihn gerne schwarz. Weiß ich doch, dass du ihn nur schwarz trinkst. Deswegen ist da auch nur Kaffee drin. Und ein kleines Zaubermittel. Von mir persönlich. Es sollte jeden Moment wirken. 3, 2, 1. Gute Nacht, Toni. Was? Bitte? Wie? Was ist da drin? Ui, mir wird ganz schwummerig. Hey, Toni, was ist los mit dir? Och Mann, Toni, wieso musstest du mir auch in den Weg fallen? Jetzt muss ich dich da erstmal wegziehen. Mrs., ich weiß ja nicht, wer du bist, aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, was du da machst. Und hau ruck. Später, Karlchen. Oh, Toni, bist du schwer. Ja, schön und gut. Also ich bin sicherlich bekannt und sehr bekannt sogar. Und es schmeichelt mir auch, dass eine Polizistin mich retten will, aber... Pass auf, Süße, ich bin sozusagen schon in festen Händen, also beinahe verheiratet sogar.
Na, will ich ja wohl auch hoffen, dass du so gut wie verheiratet bist. Und zwar mit mir. Nur deswegen rette ich dich hier schließlich. Hä, wie was? Kennen wir uns? Mensch, Karlchen, hast du mich denn immer noch nicht erkannt? Ich bin's. Deine zukünftige Frau? Hm? Ach, Marianne, bist du es? Wie bitte? Wer ist bitteschön Marianne? Ich bin's. Deine zukünftige Frau. Carla! Ich bin schließlich hier, um dich hier rauszuholen. Du weißt gar nicht, was ich alles auf mich nehmen musste. Und glaub mir, sobald wir beide hier draußen sind, wird weiter an der Hochzeit geplant. Wir werden heiraten, ob du willst oder nicht. Oh, 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 Liebling, ich wusste ja gar nicht, dass noch so viel kriminelle Energie in dir steckt. Ich bin ja sehr beeindruckt. Aber willst du mich wirklich hier rausholen? Ich meine, damit machst du dich strafbar. Und auf die Planung könnte ich ja nicht gesagt verzichten. Aber wenn du schon mal hier bist, verrat mir doch, wie willst du denn bitte schön die Gitterstäbe knacken? Lass das nur mal meine Sorge sein. Ich habe genau das Richtige. Und zwar mein extra starkes Haarspray. So, und jetzt noch ein gezielter Schlag. Und schon sollte die Zelle aufgehen. Hey! Wow, Carla, du hast mich wirklich gerettet. Ich glaub's ja nicht. Und das ganz allein. Ja, Karlchen, ganz allein. Ich musste doch tatsächlich Kameras ausschalten, einen tollpatschigen Wächter ausnocken, über eine Mauer hochklettern. Dann habe ich die Kommandozentrale gestürmt, die ganzen Wachen auf der Brücke ausgeschaltet, mich getarnt und Toni ausgeschaltet. Puh, das war ein ganz schön produktiver Tag heute. Na, so wünsche ich mir doch meine zukünftige Ehefrau. Mit allen Wassern gewaschen. Apropos Ehefrau und Hochzeit, Karlchen. Ich habe jetzt erst gemerkt, wie viel Spaß eigentlich das Gangstertum macht. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich dich fortan bei jedem Raubzug begleiten werde. Du hast doch nichts dagegen, oder? Oder? Wirklich bei jedem Raubzug, Carla? Also bei jedem, ja? Ja, ist ja gut. Du kannst mitkommen. Ich meine, wenn wir verheiratet sind, ist das sowieso ja so ein Zweierding, schätze ich. Klingt nach wundervollen Flitterwochen. Wunderbar. Ich weiß auch schon, womit wir anfangen. Und zwar mit meinem Brautkleid. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, abonniert hier oben unseren Kanal. Dann werdet ihr auch immer auf dem Laufenden gehalten. Und hier könnt ihr sehen, wie Karlchen es mal wieder geschafft hat, eingebuchtet zu werden. Aber wir müssen jetzt los. Los, komm, Karlchen.